Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Turmoil. Wir gehen sofort in die Landauktion und gucken mal, was uns der Bürgermeister so anbietet. Auf dieser Karte haben wir noch ein Feld zur Verfügung und bis jetzt haben wir ja ganz gut verdient. Wir gehen mal einfach, okay, wir fangen nicht an. Warten wir doch mal ab, wann die Gebote kommen. Ja, das Feld wollte ich eh haben. Vielen Dank, muss ich auch nicht für bezahlen. Schade, dass es keinen Konkurrenzkampf unter euch gegeben hat. Hätte mich sehr gefreut, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgegeben hättet. Alles klar. So, er kauft nach, sonst kauft keiner. Was hast du denn gekauft? Schnelligkeit 2, Werkstatt Tiefe. Sie hat immer noch nichts gekauft und sie hat immer noch Größe und so weiter. Wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung. Was sollen wir uns kaufen? Was brauchen wir? Ein Zähler, weiß ich nicht, Herdengröße. Ich würde gerne das hier verwenden, dann können wir nämlich Geld sparen. Was haben wir hier nochmal gehabt? Tiefe. Was ist denn Zellen 2? Deckt jetzt 3 weitere Zellen auf. Ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Dann haben wir noch 14 und sollen wir Schnelligkeit auch noch holen? Weil jetzt investieren heißt natürlich auch... was hätten wir denn noch? Gears hier. Weißt du was? Wir kaufen uns Größe 2, dann haben wir einfach ein bisschen mehr Platz. Ja, so machen wir das. Dann sind wir jetzt natürlich wieder nah an der Pleite, aber auf der anderen Seite, wer nicht investiert, kann am Ende auch keinen Gewinn machen. Das sollen alles Verbesserungen sein, die uns helfen. Also auf geht's. Wünschelroute 1, Wünschelroute 2, der übliche Anfang. Wir sind bei ganz guten Preisen. Mal gucken, geht's nach oben, geht's nach unten. Es geht nach unten und nach unten. Super! Wir beschleunigen natürlich auch nicht, ist, denke ich, eine angenehme Folgengröße, oder? Also wenn ihr sagt, Junge, ist alles viel zu langweilig, mach mal Gas, dann sagt das ruhig. Rüste alle deine Wagen auf. Was denn? Alles klar, danke, ich bohre mir mal einen. Einmal hier runter. Komm, kannst abhauen, danke. Steh doch neben dem Weg rum, Junge. Und, getroffen? Getroffen, hervorragend. So, ein Wagen, zwei Wagen. Alles klar. Wir bohren mal eben gerade rüber. Setzen noch ein paar Wünschelroutengänge ein. Denn ihr wisst ja, wir brauchen Geld. Perfekt getroffen, ja super. Dann machen wir den nochmal eben ein bisschen größer. Setzen noch einen Wagen ein. Und dann gucken wir mal, dass wir verkauft bekommen. Ist nicht der geilste Preis, ne? Ist klar. Aber auf der anderen Seite, hey. Wir brauchen eben Geld. Die Wünschelroutengänger sind unterwegs. Noch einer. Dann bohren wir mal schräg nach unten. Ja, auch wieder sehr gut getroffen. Sehr gut. Ja, fast schon knapp, ne? Alles klar, danke. Darf sich auflösen. Er verschwindet im Nirvana. Aber dass hier gar nichts sein soll, hör doch auf. Ich kann doch nicht so viel Geld ausgeben, weil das alles gar nichts bringt. Das ist halt der Nachteil, ne? Dann lager mal ein. Achso, und da können wir jetzt für 100er noch ein Silo draufsetzen. Das ist schön. 69, 61. Komm, wir gehen hier mal runter. Ja, bringt ja nichts. Aber dass hier gar nichts ist? Hör doch auf, Mann. Ja, ich habe kein Geld mehr. Alles klar. 76. Dann verkauft mal weiter hier. Nee, macht nicht voll. Das macht keinen Sinn. Ja, wobei, stimmt, macht keinen Sinn. Hier muss ja noch irgendwo was sein. Ja, wir hoffen mal, dass es über einen Euro geht. Also einen Dollar. Ich habe das ja nicht so mit Währung, wie man mittlerweile weiß, ne?
Also diese komischen Aufklärer da, die machen aber nicht viel. Ist das so schnell? Da unten ist noch was, seht ihr? Das müsste diese ganze Fläche hier sein. Hier unten ist auch noch was. Alles über einen Turm ist natürlich auch nicht so geil, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich noch einen Turm opfern sollte. Na toll, einmal noch gespittet, weißt du? Verdammt. Ich musste erstmal das Geräusch zuordnen. Ich denke, was? Ich bin hier gerade am Träumen, ob ich noch einen Turm brauche. So, da investieren wir jetzt wieder richtig Geld, aber bei dem Preis verkaufen wir einfach mal ganz schnell. Und dann lagern wir wieder ein. Aber über einem Dollar müssen wir ja was machen, ne? Aber dass hier überhaupt nichts anderes ist. Das verwundert mich aber echt. Ein Maulwurf, hier noch ein Maulwurf, hier noch ein Maulwurf. Hier noch ein Maulwurf. Was bleibt mir anderes übrig, ne? Mal gucken, wer jetzt gleich wieder die besseren Preise hat. Hier scheint doch noch was zu sein. Ist halt die Frage, ne? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe gerade so ein bisschen vergessen, dass es ja auch noch die Aufrüstung gibt. Aber hier scheint gar nichts zu sein. Und das verwundert mich wirklich sehr. Also rein von der Wahrscheinlichkeit her ist das nicht normal. Gut, wenn das alles konzentriert ist, ist das natürlich eine Sache, damit kann man im Zweifel leben. Dann saugen wir den ganzen Mist hier mal leer, wa? Daran soll es ja nicht scheitern. Ja, Geld ist auch nicht so schlecht gerade. Oh, jetzt müssten die Wagen auch viel mehr noch laden können. Jetzt geht der Preis schon wieder nach unten. Wollt ihr mich verarschen? Nee, komm, lass. Nein! Ja, hier scheint nichts zu sein. Also, ich investiere noch mal einen Maulwurf. Dann wechseln wir mal auf die andere Seite.
Mach mal die Läger leer. Bei dem Preis nehmen wir mit. Wir haben den 6. Juli. Der 4. Juli war ein Feiertag, ne? Wichtig ist immer, dass die Türme nicht überschwappen. Einmal haben wir es ja schon wieder. Dieser Tropfen da, der da rausgekommen ist, wird wahrscheinlich wieder Millionen kosten. Aber so verdienen wir wenigstens ein bisschen Geld. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht die allerbeste Runde. Aber hier scheint da nichts anderes mehr zu sein, oder? Hier können wir nochmal einen reinjagen. Aber ansonsten... 1,12 geht nicht so weit nach unten, Preis. Also richtig leer werden die Läger auch nicht. Es scheint eine relativ große Blase hier zu sein. So, und dann hoffen wir, dass noch irgendjemand bis zum Jahresende einen schönen hohen Preis von über einem Dollar hat. Und dass die Läger nicht brechend volllaufen. Ja. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Pferdestillstand, gar keine Frage. Schön weit verzweigtes Netz. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? So, die Quelle ist leer. Erfolgreich, sehr gut. Schön, wenn man den Bohrturm jetzt noch verkaufen könnte. Wo sind wir gerade? 69, 60, 64. Die werden natürlich jetzt richtig schön voll, ne, die Läger. Hier kann auf jeden Fall nichts mehr schwappen, das ist schon mal gut. Hier gehen die Preise nach oben und dann hoffen wir doch mal. Habe ich den nicht hier hingesetzt? Warum klärt der da auf? Wir haben gerade nicht so viel zu tun. Die werden gleich nur für den Abtransport eingesetzt. 30. August, jetzt sind wir schon im September. Generell ist hier unten nichts aufgeklärt, ne? Warum eigentlich nicht? Ist die Karte verrutscht? Meine, macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, weil im September nochmal was anzapfen ist natürlich reichlich blöd. Aber wenn natürlich hier unten was wäre, könnte man dem noch einen geben. Scheiße, da ist nämlich nur eine, siehst du? Aber das wundert mich, dass die Karte so... Ist die nach unten gerutscht? Irgendwie sieht das jetzt alles kleiner aus. Die ist nach unten gerutscht, ne? Das ist jetzt Tiefe 2 oder was? Ja, komm, macht leer, wir brauchen Geld. Keine Sorge, da kommt jetzt noch was. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber... Naja, so richtig geil wird diese Runde nicht. Habe ich so das Gefühl, dass das nichts wird. Aber den haben wir auch spät gefunden. Ja, also... Wenn die Läger jetzt alle leer sind, ist das ja auch nicht so schlimm. Ist ein bisschen Risiko wie immer mit bei, weil man nicht weiß, wie sich's entwickelt. Einen dritten Turm anzuschließen macht noch weniger Sinn.
brauchen wir demnächst noch breitere Leitern. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Preise wieder hochgingen. Hoch, andere Richtung. Weil November müssen wir langsam Gas geben, ne? Wisst ihr. Ne, leider kriegen wir nicht alles rausgesaugt. Aber es ist, wie gesagt, wir sind ja auch irgendwie runtergerutscht hier, ne? Bis Tiefe 2. 64, 73. Wir müssen mal so langsam... Könntet du bitte die... Nein, nein, nicht nach unten, nach oben. Also austreten dürfte bei der Menge an Fahrzeugen nichts. Der sinkt natürlich so ganz gut, aber ich glaube nicht, dass das noch was wird. Es wäre schön, wenn wir dann wieder alles Öl gefördert hätten, wäre das natürlich geil. Aber hier unten kann wahrscheinlich auch noch was sein. Der ist wirklich klein geworden hier oben, oder? Und die Preise schnellen auch nicht nach oben, das ist nicht so gut. 68, ich glaube, hier geht es wieder los, ne? 69. Na, wir müssen also langsam ans Abtransportieren denken. Weil nicht verkauftes Öl ist ja noch viel schlimmer. Ja, wir fangen schon mal an mit 5. Letzter Monat. Ja, komm, mach das Lager leer, das hat ja keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, wa? So richtig geil wird es nicht mehr vom Preis her. Jedenfalls, ne? Vielleicht schaffen wir es noch, dass alles Öl gefördert wird. Das wäre natürlich wünschenswert, weil hier hätte noch ein Maulwurf hingekonnt, aber ja, keine Ahnung. Bisschen spät gefunden. Bisschen was gefördert wird ja noch. Wäre schön, wenn das jetzt leer liefe, ne? Ah, jetzt müsste das wirklich leer laufen. Nee, leider. Ich glaube nicht, dass wir den Bonus... oder? Ja, doch, doch. Das könnte noch was werden, wenn der sich jetzt noch ein bisschen bewegt. 27. Na, na, na? Oh, Kinders. Das sieht sehr gut aus. Nein, komm, du hast nicht noch einen Tropfen Öl dabei, oder? Das wäre jetzt aber gemein. Yeah, ist zwar nicht ganz so viel, aber wir hätten das allenfalls durch die Ausgaben noch ein bisschen reduzieren können, weil die Ölaustrittsstrafe, aber selbst die, nee, hätte es nicht geschafft. Ne? Dann wären wir bei 29,4 gewesen, 29,4 ziemlich genau. Die 31 hätten wir nicht erreicht, ist aber trotzdem ein recht guter Kurs. Also das kann man nicht anders sagen. Vielleicht ein bisschen mehr taktieren müssen beim Verkaufen, aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Du weißt ja nicht, wo es landet. Wir haben aber alles verkauft, alles gefördert. Das ist geil. Das ist, so muss das sein. Das gefällt. Und wo sind wir gelandet? Natürlich wieder mit Abstand auf dem ersten Platz. Ein Grund zur Freude. Aber da gehört man ja letztlich auch hin, wenn man denn Ölmagnat werden will. Und mit diesen ganz warmen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, weil dir das Video gefallen hat. Und gebe dir noch den Hinweis, es gibt noch über 2300 andere Videos auf meinem Kanal, die nur darauf warten, von dir geschaut zu werden. Also mach es gut, bis dahin, ciao, ciao.